Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Sims. Wir hatten gerade so viel gefarmt gehabt, dass es schon nicht mehr witzig war. Und wir haben jetzt für den Flipper den Pool fertiggestellt. Und wir gehen jetzt zu ihm und bringen ihm den Pool mitten in der Nacht, wenn es am schönsten ist für die Vampire. Okay. Und einmal hier rein. Da waren so grüne Flecken, habt ihr es gesehen? Ich weiß aber nicht, wovon die gekommen sind. Gut, dann gehen wir jetzt zum Flipper. Der ist gleich hier drüben. Hier. So, betreten. Und dann kann er den Pool haben. Den stellen wir dann einfach so ein bisschen in die Mitte. Schläft er denn? Ja. Gut, dann schlafen wir auch mal bis zum Tagesanbruch. Geht nicht? Okay. Da, dann müssen wir den aufwecken. Und ihm die Sachen geben. Okay. Hier ist der Pool. Oh, der ist doch schon recht groß. Muss ich schon sagen. Der ist richtig gut. Jetzt erstmal. Okay. Jetzt dekorieren wir erstmal um, ne? So. Oh, nein, nein. Nein, das darf da bleiben. Das wollte ich nicht. Okay, jetzt nehmen wir mal den Pool. Genau. So. Super klasse, kleiner Fisch. Du bist der allererste Sim, der vom Sprungbrett springen darf. Spaß in der Sonne zu jeder Zeit mit dem aufblasbaren Palmzweig. Echt hip. Du hast die Poolbasisregeln gelernt, kleiner Fisch, und darfst nun im Pool schwimmen. Und bist du aufgeregt? Bisschen. Flipper hat dir die ultimative Innendeko geschenkt. Flippers Mosaik Selbstporträt. Ach, das ist das hier. Okay. Das finde ich irgendwie witzig, weil das sieht total cool aus. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Ich will mal gucken, wie das ist. Reinspringen. Oh, die springt da einfach in Klamotten rein. Oh, die freut sich da so. So süß. Du brauchst nichts mehr, nein? Hallo? Hallo, ich möchte mit reden. Nee, nicht Hände waschen. Ach, der geht jetzt wieder schlafen. Oh Gott, nein, keine Sonnenblumen, bitte. Okay, jetzt da wir das fertig haben, können wir zu Dingensbummens, wie heißt es, zum Hotel gehen. Und, Moment, da, zum Hotel gehen und gucken, wer sonst noch in unsere Stadt einziehen möchte. So, dann gehen wir hier rüber. Und gucken, wer noch einziehen möchte. Damit wir auf jeden Fall noch so einen vierten Stern bekommen. Ich glaube, bei einem vierten Stern würden wir dann den Schlüssel bekommen. Weil wir brauchen einen Schlüssel, um zu dem Ozean zu gelangen. Huch, gleich hier. Ich habe es verpasst. Okay. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich kann es kaum erwarten, bis wir den Schlüssel bekommen. Und dann vielleicht... Oh, guck mal, da sind so viele Leute. Da ist so ein englischer Typ. Huch. Ach, guck mal. Die ist total süß. Hallo. Die hat eine süße Frisur, Mensch. Richtig süß. Püppi Herzblatt. Hallihallo, ich bin Püppi Herzblatt. Wenn ich einen Kostümladen hier hätte, könnte ich all meine wunderbaren Kreationen an den Sim bringen. Oh. Ein Kostümladen. Willst du bei mir einziehen? Hier. Sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber dieser Typ erinnert mich so sehr an meinen Freund. Vielleicht, weil mein Freund am Anfang auch diese Frisur hatte. Und weil er Englisch ist. Hurra, ich warte hier, bis du mein Kostümgeschäft fertig gebaut hast. Sehr schön. Oh mein Gott, diesen Wolf. Okay, dann gucken wir auf jeden Fall mal, wo wir sie hier einziehen lassen können. Ich glaube, wir haben bei uns noch was. Ne? Dachte ich mir. Da kommt die auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur Leute einziehen. Ne, okay, vielleicht. Ach, machen wir einfach hier den Kostümladen im Wald für sie. Vor allem, weil sie jetzt ja diesen Wolf hatte. Oh, nein, ich will auch nichts Neues lanzen. Ich will hier rumschütteln. Wir haben so viel davon. Ne? Einfach mal weg jetzt. So. In den Boden stampfen. Genau, jetzt können wir da was Neues anpflanzen. Und dann können wir weglaufen und...
Hoffentlich macht die Poppy das für uns dann. Vielleicht was Süßes. Hier, Sonnenblume. Zack. Schon ist es drin. Okay, hier sind Dornen. Wir müssen jetzt aber erstmal in den Wald gehen. Und vielleicht können wir dann in der Nähe von der, wie hieß die nochmal, die Evelyn oder so, von der hier. So, genau, hier können wir ja einiges platzieren. Das heißt, hier passt bestimmt die liebe, das Ankleidedingens hin. Vielleicht genau hier. Sim einziehen lassen. Pippi Herzblatt. Okay. Ihr wisst, ich bin nicht kreativ. Überhaupt gar nicht. Deswegen tut mir das schon mal schrecklich leid, dass wir es einfach total unkreativ machen. Immer. Ich bin immer unkreativ. Immer. Okay. So. Einmal eine Tür. Guck mal, bei der können wir auch noch so einen kleinen Laden machen. So, theoretisch. So. Mit so. Und so. So. Huch. Nee, das ist dann wieder zu groß, siehst du? Huch. Okay, so passt. So, dann brauchen wir jetzt noch einmal... so sieht es auch so schön aus. Okay, jetzt brauchen wir mal Fenster. So. Machen wir hier noch einmal ein Fenster. In lila sogar. Wo können wir hier auch noch was anbringen? Ne? So. So. Oh, guck mal hier. Schöne Blumen. Blumen. Quatsch. Bin ich doof, Mann. Das sind doch keine Blumen, das sind Schmetterlinge. Wir bringen hier noch alles an. Kennt ihr Pippi Langstrumpf? Ich habe das neulich wieder gesehen auf YouTube. Und das ist so alt. Ich wusste gar nicht, dass es... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das noch wirklich so gibt. Aber wenn ihr Pippi Langstrumpf kennt, dann schreibt das doch in... Oder ob ihr die nicht kennt natürlich, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. So ist am besten. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Fenster hier. Genau. Hinten ein Fenster. Okay, dann können wir hier noch das hier anbringen. Ach, das geht. Ach, das geht überall hin, guckste. Siehste? Siehste, siehste. Ach, genau, hier können wir das nicht anbringen. Ja, gut, ne? Dann muss es halt hier hin. Okay, dann brauchen wir noch das. So, fertig. Ein süßes kleines Haus, das wir hier noch anmalen können. Ach, guck mal. Guck mal, das können wir sogar mintgrün machen. Wir machen das aber lila. Ich glaube, das lassen wir rosa. Hat es da noch... Ja, das lassen wir einfach rosa. Okay. Das können wir lila machen oder dunkel. Das machen wir aber auch rosa, so wie wir es gerade hatten. Genau. Dann gucken wir mal. Lila passt da... Oh, guck mal, das passt auch sehr gut. Ja, das passt auch sehr gut. Okay. Lassen wir es einfach so. Fenster können wir auch so lassen. Das sollten wir vielleicht noch verändern. Das machen wir dunkler so ein bisschen. Okay. Ach, die machen wir doch lila dann. Okay, gut. Dann sind wir fertig mit unserem kleinen süßen Häuschen. Und, cool, die freuen sich schon. Dann lass uns mal da reingehen und gucken... Da, was wir so machen. Oh, jetzt sieht natürlich alles noch sehr leer aus. Oh, guck mal. Oh, was willst du denn? Hallo, Kuroki. Danke für das tolle Geschäft. Die Sims werden bestimmt die Bude einrennen und meine Kostüme anzuprobieren. Ich weiß nicht, warum da keine schwarze Wand ist. Total komisch. Hurra, Zeit für die Anprobe. Ich brauche lediglich eine riesige Kiste für all meine Kostüme. Okay, was ist das? Freund verkleiden? Oh, verkleiden? Oh, wir können jetzt... Auch die Haare? Ja, klar. Oh, guck mal, jetzt können wir uns verändern. Oh, oh, das können wir auch verändern. Okay, sind das jetzt die normalen Sachen? Oh, das sieht cool aus. Oh, das sieht total süß aus.
Ach ja, guck mal, da sind nur ein paar Sachen hier. Wie zum Beispiel das. Die Haarfarbe können wir, glaube ich, auch verändern irgendwie. Nee, können wir hier nicht. Okay, was hat's denn da für Klamotten? Oh, asiatisch? Oh, wow, das sieht total cool aus. Also jetzt schon mal einiges, Mensch. Oh, das sieht auch hübsch aus. Vor allem hier hinten. Oh, da ist nochmal eins. Oh, wow. Also, ich glaube, ihr wisst schon, dass mir das hier schon am besten gefällt. Einmal Hochzeit. Das war so hochzeitmäßig. Also, da hat es ja wirklich. Wow, einige Sachen. Oh, das ist so 80er oder 70er. Mensch, also hier. Ach, guck mal, das hatte doch der Goff an. Jetzt wirklich einige Sachen. Oh, guck mal. Ja, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall unsere Frisur behalten. Das sieht total. Oh, da haben wir auch das Rote. Mensch, das sieht total toll aus. Das sieht so richtig nach Vampir aus, du. So richtig. Haben wir hier was? Nur die Sachen, die wir. Ja, das haben wir ja schon. Okay. Das haben wir ebenfalls schon. Dann gucken wir mal weiter. Oh, das sieht auch hübsch aus. Da hat so viele hübsche Sachen dabei, Mensch. Oh, das ist für Jungs. Das sieht auch cool aus. Mensch, es sind so viele tolle Sachen dabei. Ich glaub's nicht. Also wir nehmen da. Also entweder das. Das sieht toll. Nee, ich weiß schon, was wir nehmen. Ihr wisst es wahrscheinlich auch schon. Das. Wir nehmen das hier. Das sieht toll aus. Es sieht so hübsch aus. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das heißt Lolita. Ich bin mir nicht sicher. Da brauchen wir jetzt nur noch andere Haare dazu, aber da haben wir momentan keine andere Haare. Naja. Oh, vielleicht hier. Aussehen ändern. Okay, gucken wir mal. Ja, die Blumen passt wahrscheinlich nicht. Das würde ja sehr gut passen. Also natürlich am besten in schwarz. Wir lassen es aber rot. Huch! Ich wollte gar nicht meine Augen ändern. Okay, dann gucken wir mal. Oh, Super Saiyan. Von Dragon Ball. Dann gucken wir mal, was hier gut passen wird. Oh, das sieht auch ganz okay aus. Aber ich finde, das sieht doch so am besten aus. Vielleicht gucken wir mal bei der Haarfarbe. Ja, gut, lassen wir es halt so. Haben die da Vampirzähne? Nee. Ach, machen wir es so. So sieht es hübsch aus. Dann sind wir jetzt ein bisschen anders gekleidet. Wer weiß, vielleicht kommen ja noch Vampirzähne irgendwann dazu. Wir gehen auf jeden Fall jetzt raus. So. Die wollte Sonnenblumen. Und wir müssen Sonnenblumen auf jeden Fall farmen. Aber wir wissen ja schon, wie wir Sachen farmen können. Dann gehen wir jetzt. Hallo? Gehen wir jetzt hier rüber. Und farmen Bleistift. Okay. Und farmen dort unsere Sonnenblumen. Ich glaube, wir hatten schon einen Baum angepflanzt. Ich weiß aber nicht mehr so ganz wo. Deswegen machen wir es einfach hier. Ach nee, warte, der. Nee, nee, nee. Der war doch gleich hier. Ach, guck mal. Sehr schön. Dann passt es ja sehr, sehr gut. Okay. Wir haben schon gelbe Blüte, so viel. Jetzt einfach mal. Hallo, Fallon. Genau. Und tschüss. Und in den Boden stampfen. Genau. Und jetzt. Doppelt hält besser. Nochmal eine Sonnenblume hier rein. Zack. Und jetzt können wir hier rüber. Und einmal gießen. Genau. Jetzt kann er schön wachsen. Dann hier gießen und wir machen die Dornen weg, weil wir haben schon viele Dornen und da wir von diesem Baum nur fahles Holz rauskriegen, düngen wir den bis zum Abwinken, damit wir noch die letzten Dornenreste rausbekommen. Okay, einmal gießen. Genau. So einfach geht's. Dann gehen wir hier rüber. Wächst der noch? Ja. Gießen. Ebenfalls. Sehr schön.
Und hier wieder gießen. Okay. Dann hier rüber wieder düngen. Okay, wieder gießen. Also wir haben definitiv genug Dornen bis zum Morgengrauen. okay, hier rüber. Der wächst sogar immer noch, guck. Siehst du? So. Gut, dann jetzt hier rüber und gießen wir den ebenfalls. Genau. Und dann ein letztes Mal düngen. Und Schluss ist. Genau. 88 Dornen. Ja gut, das sollte uns eine Weile reichen, ne? Und 99 faules Holz sowieso. Gut. Mal gucken, was wir hier anpflanzen können. Ich weiß nicht, hatten wir das? Das hatten wir so irgendwo, das ebenfalls. Gut. Ja gut, dann vielleicht eine Limone hier rein. Plups. Und gießen. Oh, guck mal, der startet eine Rakete. Mal sehen. Wächst der noch? Nee, der wächst nicht mehr. Aber der da. So, düngen jetzt. Ein Raketenstart teilnehmen. Die kommt auch einfach vorbei und hilft am Raketenstart. Oh. Oh, wow. Und weg ist es. Huch. Okay. Das war interessant. Okay, Sonnenblume. Jetzt einmal hier gießen. Schütteln. Wir lassen den Baum einfach hier. Und wieder düngen. Genau. Und jetzt einmal fällen. Kriegen wir immer noch dunkles Holz. Und jetzt in den Boden stampfen. Und was Neues pflanzen. Und zwar die Zitrone, weil von der haben wir auch nicht viel. Gut, jetzt können wir einfach weggehen. Und hoffentlich gießt die Poppy das. Und jetzt gehen wir in unsere Werkstatt und machen mal, was die liebe Pippi von uns wollte. Pippi, Poppy, Pippi. Pippi kommt dann als nächstes. Okay, Werkstatt. An Aufgabe arbeiten. Pippi Herzblatt. Kostümtruhe. Oh, das wird bestimmt interessant. Vielleicht ist da was Cooles drin. Okay, das, also die Kostümtruhe sieht eigentlich, finde ich, oh, ziemlich klein aus. Okay, da brauchen wir 4 davon. So. Okay, dann müssen wir nur noch die Sachen drumrum bauen. Hier, genau. Okay. So. Nee. So. 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 Okay. Ach, Quatsch. Ach, und da oben. Okay. Ich verstehe. Okay. Huch. So rum. Und so. Okay, dann brauchen wir nur noch. Aha. Das hier. So. 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 Und so. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt. Wir brauchen nur Sonnenblume. Es ist Blick. Ding macht. Ah, hier. So. Nee, Quatsch. Sonnenblume, hier. Genau. So. Ach so, genau. So sah dann Sonnenblume. Ach, so sah dann Sonnenblume aus. Huch, nein, ich wollte hier rein. Nein, guck mal. Alter. Alter.
Hier rein, guck. Hier rein, siehst du? Machen wir das dann mal hell. Und dann hier dunkel. Wie viel wolltet ihr denn? 30. Oh, das ist viel weniger als 30. Viel, viel weniger. Okay, dann brauchen wir noch 6. Vielleicht können wir ein paar platzieren an der Seite. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aha, guck mal, 1. 2. Also das passt auf jeden Fall schon mal. Wie viel brauchen wir noch? 4 brauchen wir noch. Okay. Wer weiß, vielleicht geht das ja. 2. Und nochmal. So. Jetzt brauchen wir noch 2, glaube ich. Also oben geht auf jeden Fall nichts. Okay. So. Dann nochmal 1. Und so. Okay. Fertig ist es. Für die liebe Püppi. Okay, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht mehr, einen Daumen nach oben zu geben, falls sie euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie euer Haustier heißt. Ich weiß, ich glaube, habe schon ewig mal gefragt gehabt vor langer Zeit, aber mich würde mal interessieren, wie euer Haustier heißt. Ihr wisst, ihr habt, falls ihr ein Haustier habt, ich habe eine Katze und meine Katze heißt Trixie. Oder wenn ihr ein Haustier kriegen würdet, wie würdet ihr das nennen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss!